Das war ganz phänomenal. Das war so geil, ja, ohne Scheiß. Ja. Ich habe da gestanden, ich hatte Muskelkater vom Grinsen. Aber der Typ ist auch saulustig. Ich habe ein langes Interview mit ihm gemacht. Ja, ja, das war sehr cool, ich habe es gesehen. Ja, also, hab mich sehr gefreut, mal so nah zu sein. Ja. War eine coole Geschichte bei uns. Jetzt ist die Gitarre endlich auch hier. Sie ist endlich da, genau. Lass mich das Mikro für dich halten. Die ATZ-100. Ja. Also AT und AZ treffen aufeinander, die beiden Welten. Und ich meine, streng genommen war ja die AZ sowieso so ein bisschen, die AT sowieso ein bisschen die Blaupause für die AZ. Ja. Also vom Halsprofil her, von der ganzen Korpusform her. Und man hat ja das Konzept dann noch ein bisschen weiterentwickelt, haben wir schon drüber gesprochen. Und jetzt hat sich Andy überlegt, Mensch, AZ ist so eine coole Serie, hat auch selber so eine cremefarbene Gitarre in HSS-Bestickung und da hat er viel rumexperimentiert und hat sich dann die ATZ letztlich ausgesucht. Und die hat ein paar ganz besondere Specs. Also zum einen ist es so, es ist die einzige Signature-Gitarre in der AZ-Range, die wirklich ein individuelles Halsprofil hat. Okay. Also der Hals ist jetzt oben so im ersten Bund ein kleines bisschen schmaler als bei den anderen AZ-Modellen und dafür ein bisschen dicker, also ein richtig schönes C. Ja. Und verjüngt sich dann unten hin und die Unterschiede so um den 15. und 20. Bund, die sind dann nicht mehr ganz so gravierend. Da reden wir von einem halben Millimeter oder so. Aber der Hals ist perfekt. Der Hals ist perfekt. Genau. Sehr schön. Merkst du eigentlich sofort. Ja, richtig, merkst du sofort. Wir haben auch hier die Goto ABM-Mechaniken drauf. Ja. Wie wir es auch bei den anderen AZ-Modellen haben. Und ein paar Besonderheiten aber beim Korpus, denn die ATZ-100 ist die einzige AZ-Gitarre im Portfolio, die drei Single-Coils quasi hat. Aber keine echten Single-Coils, sondern wie man es von ihm kennt. Mini-Humbucker, ne? Genau. Humbucker Cruisers von DiMarzio. Ja. Und hier auch wieder eine Besonderheit, weil bei den normalen AT100-Modellen hat er ja den Cruiser-Pickup, der eigentlich für die Bridge gedacht ist, hat er in der Mitte gehabt und am Hals. Und jetzt bei der Gitarre ist es so, er hat sich überlegt, er möchte ein bisschen zahmeren Sound, er möchte noch eine andere Klangfacette haben. Das heißt, hier hat er jetzt tatsächlich den Cruiser-Pickup, der für den Hals gedacht ist, an Hals und Mitte gepackt und hat nur den Cruiser-Bridge an die Bridge gepackt. Okay, da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt, weil der Cruiser-Neck ist ziemlich hell. Mal sehen. Das stimmt. Ja, er wollte das gerne so haben, hat rumexperimentiert. Ja. Wir haben auch hier eine Wilkinson Bridge drauf. Ja. Die klassische, die auch auf den AT100 Modellen drauf ist. Wir haben Volume, Tone. Wir haben ein Treble Bleed. Die Mod ist schon eingebaut. Ja. Also damit man das Volume runterdrehen kann und damit nicht so viel Höhenverlust einfach hat. Genau, für alle, die es nicht wissen, wenn man runterdreht, bleiben die Höhen erhalten, die Bässe gehen weg. Ne? Genau so soll es auch sein. Ja. Genau, ansonsten haben wir dieses schöne Satin-Finish, auch wieder im klassischen Timmins Sunburst, Erle-Korpus, Roasted Maple Hals, ein ganz tolles Teil, was Mitte des Jahres kommt und ich glaube 2699 kommt, also 2700 Euro. Nicht günstig, aber jeden Cent wert. Schöne Variation der AZ-Serie. Absolut. Ja.